Ich stehe hier heute Morgen in Berlin vor der evangelischen Johanneskirche und hier befindet sich im dritten Stock eine Moschee als Untermieter. Und ich treffe heute Morgen hier die Frauenrechtlerin und Anwältin, die diese Moschee gegründet hat. Und was mich besonders interessiert ist, was sie an ihrem Glauben und ihrer eigenen Religion so sehr liebt, dass sie dafür bereit ist, Morddrohungen in Kauf zu nehmen. Und es ist übrigens das erste Mal, dass ich eine Sendung barfuß moderiere. Schönen guten Morgen, Herrin Attisch. Guten Morgen, Herr Sengelmann. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen so, wenn ich in ein Gotteshaus komme und da sitzen erstmal Personenschützer und ich komme gar nicht so richtig durch, dann irritiert das natürlich wahnsinnig. Warum ist das hier so? Sie haben vollkommen recht. Das ist kein sogenannter Normalzustand. In meinem Fall ist das so, dass ich seit 2006 bereits Personenschutz habe. Als Frauenrechtlerin, Menschenrechtlerin trete ich halt hin und wieder Menschen offensichtlich auf die Füße. Sie sind nicht bereit, über bestimmte Themen zu sprechen. Und wenn man das macht, dann wird man bedroht. Als ich 2009 die Idee hatte, eine Moschee zu eröffnen, war auch klar, dass das nicht einfach sein würde. Es hat viele Jahre gedauert. 2017 haben wir die Moschee eröffnet und es hat wirklich keine 2 Tage gedauert, 3 Tage. Da gab es schon so viele Morddrohungen. Und ich wurde auf der Straße auch von jemandem angesprochen, der mir dann sagte, du stirbst bald. Das heißt, die Situation, die Sie hier vorfinden, ist deshalb so gefährdet, weil wir uns für Reformen im Islam einsetzen. Und es gibt Menschen, die das nicht mögen. Wenn Sie das mal ganz konkret machen auf die Moschee bezogen, jetzt erstmal noch nicht auf Ihre Person, was ist denn das Besondere an dieser Moschee? Das stimmt absolut. Das hat teilweise nur mit meiner Person zu tun. Das ist nicht unbedingt jetzt so, dass Menschen nur darauf aggressiv sind, was ich mache in persona, sondern was wir als Gemeinde hier auch praktizieren. In dieser Moschee sind Männer und Frauen gleichberechtigt und wir leben und praktizieren Frieden mit allen Religionen und Weltanschauungen. In der Praxis sieht es dann so aus, dass unsere Freitagsgebete und Predigten hier sowohl von Männern als auch von Frauen geleitet werden können. Männer und Frauen beten in diesem Raum zusammen. Frauen dürfen selbst entscheiden, ob sie ein Kopftuch tragen oder nicht. Niemand hier in dieser Gemeinde sagt zur Nachbarin, du musst dich aber verhüllen oder dein Kopftuch hängt schief. Das ist nicht möglich hier. Dafür wollen uns Menschen töten oder mich. Also für mich als würde ich sagen, relativ liberaler Mensch, der all das so auch praktizieren würde, ist es natürlich verwunderlich, dass das eigentlich so besonders ist. Aber wie ist es denn klassischerweise? Warum ist das hier so besonders? In der muslimischen Gemeinschaft ist das so besonders, weil weltweit die Mehrheit Moscheen so kennen und praktizieren, dass Männerräume von Frauenräumen getrennt sind. Und seit dem zweiten Kalifen, also schon sehr, sehr früh in der Geschichte des Islams, hat der Kalif Omar beschlossen, dass die beste Moschee für die Frauen das Zuhause sei. Und damit wurden die Frauen entgegen dessen, was im Koran geregelt ist, nämlich, oh, all ihr Gläubigen kommt zum Gebet, ja, also alle sollen kommen, haben Männer, das Patriarchat, Frauen aus den Moscheen gedrängt. Und wenn sie schon kommen, dann dürfen sie nur in den Nebenraum. Das heißt, die Besonderheit bei den traditionellen Moscheen ist, dass Männer- und Frauenräume getrennt sind und der Hauptraum, der schöne Raum, ist den Männern vorbehalten. Frauen dürfen, wenn sie in geringer Zahl dann doch kommen zum Freitagsgebet oder überhaupt in die Moschee, nur in einen Nebenraum, meist hässlich und nicht so schön eingerichtet. Das ist ein wichtiger Aspekt, der uns trennt. Der nächste ist, dass wir Imaminnen und Imame hier haben, die aktiv als Autoritäten und Gelehrtinnen und Imaminnen hier auch die Religion praktizieren. Das heißt, Frauen sind hier nicht nur Nachahmerinnen. Sie laufen nicht nur den Männern hinterher, sondern wir sind auf gleicher Stufe und interessieren uns für unsere Religion. Für einmal für all die Menschen, die sich im Islam nicht so richtig gut auskennen. Imamin und Imame sind was genau? Imam bedeutet jemand, der vorsteht. Vorbetet. Dieses Wort kommt aus dem arabischen Imam und das heißt vor. Es ist aber keine Berufsbezeichnung. Also wirklich nicht zu verwechseln und zu vergleichen mit Pfarrer. Das sind klassischerweise immer Männer? Das sind klassischerweise meist Männer. Aber hier nicht? Hier nicht. Und es stimmt auch nicht, dass wir hier die einzigen Frauen sind, die diese Funktion einnehmen. Das wird
oft und gerne erzählt. Auch in der Türkei werden Imaminnen ausgebildet. Sie dürfen nur diese Funktion am Ende nicht in einer Gemeinde ausüben für eine gemischte Gruppe. Immer nur Frauen für Frauen oder Frauen für Kinder. Was hier unterschiedlich ist oder was anders ist, ist, dass wir dann, wenn eine Frau hier vorbetet oder die Predigt spricht, die Gemeinde aus einer geschlechtlich gemischten Gruppe besteht. Dann wird hier richtig Freitagsgebet gefeiert, Gottesdienst. Auch nochmal für alle Menschen, ganz die sich nicht so auskennen im Islam. Was ist genau das Freitagsgebet und was wird hier gemacht? Zunächst vielleicht dieser Satz, durch diese Tür kommen Menschen. Wir sehen all die Menschen, die hier eintreten, ganz einfach als Geschöpfe Gottes, als Menschen. Wir fragen nicht nach Geschlecht, wir fragen nicht nach sexueller Identität, wir fragen auch nicht zur Zugehörigkeit zu einer islamischen Rechtsschule. Durch diese Tür in unsere Moschee treten nur Menschen. Das ist unsere Einstellung hauptsächlich zu den Menschen, die hierher kommen. Warum stößt das auf so wahnsinnige Kritik? Weil das patriarchale Denken nicht wünscht, dass Männer und Frauen in einem Raum so eng beieinander sind und dass Frauen und Männer gleichberechtigt also das, sind. Das patriarchale Denken heißt, das ist von den Männern vorgegebenes Denken, von den Männern vorgegebene Machtstrukturen. Ich kann Ihnen sagen, also die Frage davor bin ich Ihnen noch schuldig, was passiert dann, wenn die Menschen hierher kommen, am Freitag zum Beispiel? Am Freitag wird bei uns ganz traditionell auch das Freitagsgebet und die Predigt abgehalten. Ganz traditionell wird zuerst zum Gebet gerufen. Wir haben aber auch eine Muezzinin, die zum Gebet ruft. Auch das ist eine Besonderheit. Eine Frau ruft zum Gebet. Das heißt, sie sagt, oh, ihr Gläubigen kommt zum Gebet und dann wird gepredigt. Und nach der Predigt gibt es das traditionelle Freitagsgebet. Und das passiert in allen Moscheen weltweit zur selben Zeit. Wir haben hier auch wieder eine Besonderheit. Normalerweise Freitagmittag. Mhm. Es ist aber so, dass wir Freitagmittag, wenn wir da die Türen öffnen, die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, arbeiten. Deshalb haben wir das bereits auf deutsche, westeuropäische Verhältnisse angepasst. Und bei uns findet das Freitagsgebet um 14.30 Uhr statt. Also ganz traditionell, so wie es in jeder anderen Moschee auch passiert. Und was auch da wieder unterschiedlich ist, ist, dass hier Männer und Frauen zusammen sind, dass eine Frau zum Gebet ruft und dass eine Frau eventuell predigt und eine Frau vorbetet. Und hier sind überall Menschen, die sitzen hier sind Menschen, auf den Teppichen. Die sich einen Gebetsteppich nehmen und dann den nutzen. Und auch das ist eine Besonderheit. Wir haben jeden Freitag Tag der offenen Moschee. Sie werden vielleicht wissen, dass am 3. Oktober inzwischen einige Moscheen Tag der offenen Moschee feiern. Wir sind dagegen. An diesem Tag feiern wir den Tag der deutschen Einheit. Wir protestieren auch dagegen, dass an diesem Tag die Moscheen eine Sonderstellung bekommen, an einem Tag, der so wichtig ist für Deutschland. Wir empfinden das sogar als eine Gegenoffensive oder Gegenmaßnahme gegen diesen Tag der deutschen Einheit. Man mag kritisch über den Tag der deutschen Einheit denken, man mag über die Wiedervereinigung streiten. Aber genau das ist, was an diesem Tag passieren soll. Und nicht Tag der offenen Moscheen, wo dann der Islam oder die Religion der Muslime in den Vordergrund gestellt wird. An dem Tag sollte die Einheit im Vordergrund stehen, mit allen positiven und negativen Auswirkungen. Wir haben uns entschieden, dass wir jeden Freitag Tag der offenen Moschee haben. Die Moschee steht offen für alle Menschen, die Interesse haben zu kommen. Und so haben wir nicht nur die Betenden hier, sondern auf den Heizkörpern hier ringsherum oder auf dem kleinen Podest da oder auf Stühlen. Wir haben ja auch Bestuhlung hier. Manche können sich nicht mehr hinknien beim Gebet, deshalb brauchen sie einen Stuhl. Und so sitzen auch Gäste hier. Und wenn dann die Predigt und das Gebet abgeschlossen ist, bilden wir einen Gesprächskreis. Und in diesem Gesprächskreis können unsere Gäste Fragen stellen. Wir können als Gemeinde über das Thema der Predigt diskutieren, debattieren, streiten. All das ist dann hier möglich und das passiert auch. Und diese Freitage bestätigen mir jedes Mal, wie gut es war, diese Moschee zu eröffnen. Das sind meine Lieblingstage hier. Und vor allem die Gespräche dann nach dem Freitagsgebet, die sind herrlich. Manchmal fühlt es sich an wie ein internationales Seminar, weil wir aus aller Welt Gäste haben. Aus aller Welt kommen Menschen hierher und die haben von uns gehört und haben Fragen. Und die beantworten wir auch. Ich vermute, das würde mancher Kirche auch gut tun, das mal zu tun, um miteinander im Gespräch zu sein und überhaupt rauszufinden, was da eigentlich passiert. Weil die Distanz natürlich
groß ist. Ne? Was sind denn die großen Kritikpunkte der Menschen, die Sie so scharf angehen? Das wirkliche und eigentliche Thema ist das Thema Sexualität. Wenn man genau hinguckt und wenn man aus der Perspektive auch der Menschen, die uns anfeinden und die mir auch entsprechende Postings über soziale Medien schicken, sehen Sie, dass das mit dem Thema Sexualität zu tun hat. Ich habe ein Buch geschrieben, der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Auch da bekam ich ja sehr viele Morddrohungen und sehr viele Anfeindungen. Und wenn hier Männer und Frauen zusammen beten, kommentieren unsere Gegner und diejenigen, die uns anfeinden, es so, dass sie sagen, ein Mann kann sich nicht auf das Gebet und die Religion konzentrieren, wenn eine Frau neben ihm betet. Und die Art und Weise, wie wir beten, so wird argumentiert, die Art und Weise, wie wir beten, ist, dass wir in die Hocke gehen und dass wir dann uns nach vorne beugen, ist so, dass hinter einer Frau theoretisch ein Mann wäre und dieser Mann würde auf den Hintern der Frau schauen. Also es ist zu aufreizend, wenn Frauen und Männer zusammen beten. Ja. Weil Männer, das Thema Sexualität. Weil Männer sich nicht zusammenreißen können und Frauen nicht so, genau, nicht so frivol sein sollen. Genau. Und dann sagen Frauen tatsächlich auch, na, ich fühle mich da nicht wohl, wenn Männer da sind, dann kann ich nicht beten, weil sie sich dann auch angestarrt fühlen. Darauf antworte ich, dass ich das schon sehr merkwürdig finde, wenn doch die ganze Zeit darauf abgestellt wird, dass wir weder das Gebet noch alle anderen Rituale richtig machen, dann erinnere ich all diese Gläubigen, die uns anfeinden, daran, dass beim Gebet der Betende sich nur auf das konzentrieren soll, was er selbst macht, und der Blick bis vor die Füße nur gehen soll. Das heißt, man darf beim islamischen Gebet streng genommen, was heißt streng genommen, es ist nur dann gültig, so heißt das auch in den Traditionen, es ist nur dann gültig, wenn man wirklich nur nach vorne schaut und sich auf das Gebet konzentriert. Man darf sich nicht ablenken lassen. In dem Moment, wo Sie den Kopf heben und um sich herum schauen, ist das Gebet ungültig und Sie müssen von vorne beginnen. Ich würde sagen, ein Großteil der Anfeindungen hat mit Geschlechterbildern zu tun? Ja. Ja, absolut. Das hat tatsächlich mit dem Thema Sexualität, Geschlechterbilder und selbstbestimmte Sexualität zu tun. Die Anfeindungen, die Morddrohungen nehme ich sehr ernst. Meine Schutzengel, das Landeskriminalamt Berlin, das mich schützt, mein großartiges Team, macht es mir aber inzwischen einfacher, mein Leben zu leben. Und ich bin dankbar. In den jetzt inzwischen 14 Jahren, seit denen ich Personenschutz habe, gab es Höhen und Tiefen. Es gab Zeiten, wo ich die Morddrohungen wirklich noch anders an mich rangelassen habe und große Angst hatte. Einfach deshalb auch, weil ich schon mal ein Attentat überlebt habe. Ich weiß, wie es sich anfühlt, eine Kugel im Hals zu haben. Also angeschossen zu werden, ist ein Gefühl, was ich kenne. Das habe ich mit 21 Jahren erlebt. Ich wurde in einer Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei angeschossen. Und ich habe viel Blut verloren, ich bin fast gestorben und ich hatte ein Nahtoderlebnis. Das heißt, ich weiß sehr wohl um den Ernst der Lage, dass Menschen wirklich bereit wären, jemanden wie mich zu töten und wie sich das dann anfühlt. In diesen vielen Jahren habe ich aber gelernt, auch damit umzugehen. Und meine Schutzengel helfen mir ganz einfach dabei. Sie geben mir ein Gefühl von Normalität. Das klingt vielleicht absurd für viele andere, wenn um einen herum ständig Menschen sind, aber sie geben mir ein Gefühl von Normalität und ich kann atmen. Aber also es klingt wirklich, wirklich absurd, denn meine Vorstellung, ganz naiv, ist natürlich, Sie haben Menschen um sich, die Ihren ganzen Tag mit durchplanen. Wenn Sie mal, das ist meine Vermutung, wenn Sie zum Zahnarzt gehen müssen, dann müssen alle mit informiert werden. Wenn Sie sich spontan mit einer Freundin treffen wollen, muss man einen Tisch für viel mehr Personen reservieren. Deswegen ist es so schwer, sich das vorzustellen als Außenstehender, dass Ihnen das, diese Nähe Platz zum Atmen gibt. Das ist interessant, weil gerade vor 2 Tagen war ich beim Zahnarzt und hatte genau diese Situation. Und ich war jetzt zum ersten Mal wieder auf Reisen und wir waren in Zürich und ich habe mich mit einer Freundin getroffen und es gibt immer einen Tisch daneben und da sitzen dann eben die Schutzengel, ja, die Personenschützer. Der Personenschutz ermöglicht es mir, diese Arbeit überhaupt zu machen. Und dadurch, dass ich diese Konsequenzen jetzt auch sehe und ziehe, erleichtert es mir,
dieses Leben als mein Leben inzwischen zu akzeptieren. Es gibt Bezirke in Berlin, die ich natürlich meide, in die wäre, ja, bin ich früher gegangen und in die könnte ich jetzt auch gehen, wenn ich nicht diese Arbeit machen würde. Da haben Sie vollkommen recht. Das sind Einschränkungen in meinem Leben. Aber wenn ich das in die Waagschale werfe inzwischen, sehe ich, dass diese Einschränkungen mir auf der anderen Seite unglaublich viel bringen und vor allem auch den Menschen, für die ich das mache. Und an der Stelle bin ich Anwältin. Also da funktioniere ich ganz einfach wie eine Anwältin. Ich bin Anwältin. Da kommt mein Anwältinnengehen hoch und ich sehe, für wie viele Menschen ich den Kopf hinhalte. Und wie viele Menschen dankbar dafür sind, dass ich diese Arbeit mache. Und das sagen sie mir auch. Sie schreiben mir das, sie sagen mir das. Sie kommen hierher, umarmen mich, jetzt wegen Corona nicht mehr, aber das haben sie getan in den letzten 3 Jahren, und weinen vor Glück. Und all das lässt vergessen, dass wir umgeben sind von Personenschützern. Wir sitzen hier in der von Ihnen gegründeten Moschee und Sie leben in permanenter Bedrohung, weil der Islam und Ihr Glaube irgendwas in Ihnen macht. Warum ist Ihre Liebe dazu, zu Ihrem eigenen Glauben, größer als die Angst vor ermordet werden? Ich habe, während ich dieses Nahtoderlebnis hatte, die Chance bekommen, ein zweites Leben zu haben. Ein zweites Leben in dem Sinne, dass ich gefragt wurde, ob ich mitgehen möchte in dieses Licht, und ich habe dieses wunderbare Glücksgefühl erlebt. Vielleicht habe ich da auch das Privileg. Ja, das ist ein Privileg der Stärke. Ich habe erlebt, dass Sterben nicht so schlimm ist, für mich jedenfalls. Ich habe in dem Moment erlebt, dass ich keine Angst vor dem Sterben haben muss. Ich hatte nur das Gefühl, ich bin noch zu jung zu sterben. Ich wollte noch nicht sterben. Hatten Sie, wenn ich da kurz fragen darf, hatten Sie das Gefühl, da eine Wahl zu haben? Ich wurde gefragt und ich hatte diese Wahl. Und genau deshalb habe ich diese Stärke, heute hier so mit Ihnen zu sprechen über diese Situation. Ich habe zum einen die Entscheidung treffen können, ob ich mit ins Licht gehe, ob ich jetzt mich verabschiede von dieser Welt oder ob ich in dieses Leben zurückkehre. Und ich habe entschieden, ich möchte leben, ich bin noch zu jung zum Sterben, ich möchte noch hier auf dieser Welt noch viel machen. Also, es klingt vielleicht für einige pathetisch und abgedroschen, aber es sind Aufgaben, die man für sich spürt. Und es sind Aufgaben, die ich gerne hier auf dieser Erde noch erledigen möchte. Und deshalb hat das Nahtoderlebnis natürlich auch ganz viel damit zu tun, dass ich für meine Religion so leidenschaftlich mich einsetze. Ich sehe das als meine Aufgabe, diese schöne Religion, denn ich habe von meinen Eltern, was meine Religion anbelangt, nur schöne Sachen vermittelt bekommen. Nämlich, dass unsere Religion sehr individualistisch ist, dass wir niemandem anderen Rechenschaft schuldig sind außer Gott und dass zwischen uns, unserem Herzen, unserem Glauben und Gott niemand steht. Es gibt also keine Institution dazwischen, die mir erklärt, wie ich eine gute Muslimin bin oder ich eine schlechte bin. In mir hat sich da eine Kraft entwickelt, die sagt, du musst und ich will mich einsetzen dafür, dass die Spiritualität und die schönen Seiten des Islams und das Friedliche des Islams sichtbar wird. Wenn Sie in einem ganz kurzen Satz sagen müssten, was für Sie die Schönheit am Islam ist, könnten Sie das? Ja, das kann ich. Es ist die so enge, direkte Verbindung zu Gott, das ist für mich das Schönste. Und das habe ich beim Nahtoderlebnis erlebt. Und im zweiten Schritt ist tatsächlich, dass Gott, Allah, mir nichts aufbürdet, was ich nicht leben kann und tragen kann. Jetzt sitzen Sie da wunderbar neben Martin Luther, der hier den Tisch ziert. Wie wichtig ist Ihnen persönlich denn Glaubensvielfalt? Glaubensvielfalt ist mir nicht nur innermuslimisch sehr wichtig, sondern auch im Dialog mit den anderen Religionen. Reformer, Reformerinnen in den anderen Religionen sind für uns Vorbilder. Vielen Dank, dass wir hier sein durften, bei Ihnen zu Gast in dieser revolutionären Moschee, die ja, wie ich gelernt habe, auch jeden Freitag 14.30 Uhr für alle Menschen geöffnet ist, die tatsächlich mal herkommen möchten und sich ein Bild machen möchten. Vielen Dank, dass Sie durchhalten, trotz all der Bedrohungen. Und vielen Dank Ihnen natürlich, dass Sie eingeschaltet haben. Seien Sie auch nächstes Mal dabei. Ich freue mich auf Sie. Thank you.